Ich sag euch, nach diesem Video werdet ihr die Rotationspoliermaschinen wirklich ganz anders sehen, mit ganz anderen Augen. Wir fangen mal an von den ganzen Arten, die wir jetzt, ich habe jetzt einige Poliermaschinen hier auf dem Tisch liegen, ne, also so als Beispiel aus der Reihe der Rotationspoliermaschinen. Wir haben hier die Profi-Poliermaschinen, natürlich mit den Arbeitspferden von Flex. Und dann haben wir noch Kraftpaket und Liquid Elements, Terminator, Rotationspoliermaschine und die große Kraftpaketmaschine 640-228er. Felix hier, Autopflegeshop, herzlich willkommen in dem Video und lass uns mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Funktionsweise einer Rotationspoliermaschine, das ist ganz, ganz einfach. Da ist ein Motor drin verbaut, der die Maschine, hier diesen Teller, also hier kommt ein Teller dran, der diesen Teller einfach im Kreis dreht. Das war es auch schon, das ist die gesamte Funktion. Also die Maschine dreht einfach den Teller im Kreis. Hier passiert keine Bewegung nach links, nach rechts, wie bei so einer Exzenterpoliermaschine, sondern das ist einfach nur diese kreisende Bewegung. Bei allen Poliermaschinen, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich bei den meisten, ich habe keine gesehen mit anderen Gewinde, bei den Poliermaschinen, die in Deutschland verkauft werden, sind meistens, also zu 99% ein M14-Gewinde dran. Somit habt ihr eine riesen Auswahl von verschiedenen Tellern und die werden jetzt einfach aufgeschraubt und dann ist das auch erledigt. Ne? So, das war's. Hier ist kein Kontergewicht, kein gar nichts, das dreht einfach nur im Kreis, fertig. Es gibt ein paar Unterschiede in der Konstruktionsweise, also speziell im Getriebe. Da gehe ich später nochmal drauf ein, aber ansonsten ist das so die Hauptfunktion, einfach im Kreis drehen. Falls ihr übrigens nochmal an den anderen Antriebsarten interessiert seid, also Exzenter oder Zwangsexzenter, da sind die Videos schon fertig. Einfach unten in der Beschreibung oder oben das Ganze verlinkt, könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Wozu sind also diese Rotationspoliermaschinen da? Also warum gibt es überhaupt so eine Auswahl, so eine unterschiedlichen Antriebsarten? Und zwar gibt es bei allen Sachen Vorteile und Nachteile. Und das gibt natürlich auch bei der Rotationspoliermaschine Vorteile, ja, so auch wie Nachteile. Da wollen wir jetzt erstmal drauf eingehen. Und zwar gucken wir uns erstmal, was es überhaupt für Maschinen gibt. Ne? Also es gibt auch einmal Poliermaschinen aus dem Pro-Bereich, ne, die, sage ich mal, etwas aufwendiger konstruiert sind. Und es gibt Maschinen, die etwas günstiger sind, aus der günstigeren Variante. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hobbyanwender bin oder Anfänger oder ich habe das jetzt meinen Nebenjob irgendwie gestartet oder so und ich habe jetzt nicht so viel Kapital, dann gibt es auch günstigere Maschinen aus diesem Segment. Grundsätzlich unterscheiden sich Maschinen folgenderweise. Es gibt auch bei den Maschinen auch akkubetriebene Maschinen, aber da ist das Ganze noch so ein bisschen, ja, da wartet man noch so ein bisschen auf fettere Akkus, aber funktioniert auch ganz gut. Ich habe jetzt keine da, weil die nicht da sind. Und der zweite Unterschied ist natürlich die Größe. Ne? Es gibt große Maschinen und von demselben Hersteller auch kleinere Rotationspoliermaschinen. Der Unterschied ist, die kleineren Rotationspoliermaschinen haben einen anderen Motor drin, ne, und die können maximal 75 mm verarbeiten, wo die großen Maschinen auch 125 oder 150 verarbeiten können, ne, weil die halt mehr Power haben. Ne? Runter könnt ihr, mit der Größe runter, könnt ihr beliebig gehen. Ne? Ihr könnt zum Beispiel an dieser Maschine auch einen 75 mm dran schrauben. Ja? Und dann habt ihr das Ganze kleiner, weil es gibt hier kein Kontergewicht, es muss hier nichts berechnet werden und so weiter. Ihr braucht nur einen qualitativ hochwertigen Teller, ne? Einen Rotationspoliermaschinenteller mit einem M14. Ne? Das ist hier ein APS, das ist einer von uns. Das Gewinde ist jetzt hier im Aluminium reingepresst in den Kunststoff, ne? Mit einem Polyurethanteller. Und das Ganze ist hier bombensicher verklebt mit einem Klett. Ne? Und das Ganze muss natürlich gerade sein. Wenn der Teller jetzt wirklich billig verarbeitet ist und das Ganze ist schief und so weiter, dann ist klar, das funktioniert dann nicht so richtig, dann vibriert das Ganze und so weiter, fliegt auseinander. Aber wenn ihr, gehen wir mal davon aus, dass ihr einen hochwertigen Teller habt, ne, dann könnt ihr das Ganze mit der Größe komplett runtergehen. Das ist dann vollkommen egal. Ihr könnt also hier einen 50 mm Teller dran schrauben. Ja? Es sieht zwar ein bisschen komisch aus, weil die Maschine so riesig ist, ne, und der Teller hier so klein. Ne? Ihr könnt sogar auch, anstatt dem 50er, könnt ihr zum Beispiel auch einen 30 mm Teller dran schrauben. Das sieht dann komplett cringe aus, aber funktioniert trotzdem. Ne? Also ihr könnt mit dieser Maschine hier 30 mm Pads polieren. Also das funktioniert, ne? Das würde gehen. Runtergehen könnt ihr immer. Das ist auch der Riesenvorteil bei diesen Maschinen, dass die Tellerauswahl wirklich riesig ist und natürlich entsprechend auch die Pad-Auswahl. Ne? Ihr seid nicht eingeschränkt auf bestimmten Größen. So, und bei den kleinen Maschinen, also bei diesen 75er, die maximal 75er verarbeiten können, könnt ihr natürlich runtergehen auch auf 30, aber diese Maschinen sind sehr beliebt bei Leuten, die zum Beispiel die Rotationspoliermaschine als Zweitmaschine haben
und dann nur damit quasi die Spots bearbeiten. Also wenn ich jetzt das Fahrzeug poliere, das Ganze mit einer Exzenter poliere und ich habe jetzt hier vorne irgendwie, keine Ahnung, am Kotflügel irgendwie wirklich Lackdefekte, die möchte ich gerne, oder die, ich komme mit der Exzenter-Poliermaschine nicht weiter und ich möchte die gerne mit einer Rotationspoliermaschine korrigieren, dann nehme ich halt so eine kleinere. Die hat weniger Gewicht natürlich, ist kleiner, ne, und kompakter. Und wenn ich sowieso eine kleine Fläche poliere, dann nehme ich sowieso einen 75mm Teller und da brauche ich nicht eine größere Maschine. Deswegen sind die auch sehr, sehr beliebt, also diese kleinen Maschinen. Natürlich auch mit Nachteilen, weil der Schalter muss natürlich an die Seite hier vorne, wie bei so einer Flex-Winkelschleifmaschine und nicht hier mit so einem Pistolengriff, das ist klar. Aber dafür sind die Maschinen kleiner und leichter. Ne? Das ist so der Hauptunterschied. Erstmal, wenn ich mir eine Rotationspoliermaschine zulegen will, dann muss ich mir überlegen, wofür brauche ich die? Poliere ich den ganzen Wagen mit und so weiter, dann brauche ich doch lieber eine größere Poliermaschine, weil dann habe ich besseren Halt und so weiter und auf Dauer ist mit dieser Maschine angenehmer zu arbeiten. Wenn ich jetzt nur für solche Spots die ganze Sache benötige, dann eher so eine kleine Maschine. Ne? Wenn ich sowieso mit 75er poliere, dann eher sowas. Oder halt natürlich, klar, auch Einsteigermodelle wie zum Beispiel die Dino Kraftpaket, das ist die 640-244er. So, wenn ich jetzt Einsteiger bin und so weiter, dann kann ich euch wirklich die Liquid Elements Terminator empfehlen. Eine super günstige Maschine, ne? Und hat ja auch genug Power, um das Ganze zu verarbeiten. Oder halt die Kraftpaket. Ne? Das ist hier die Maschine von Kraftpaket, etwas schwerer. Ne? Natürlich, wenn es jetzt um Preis geht, ne? Dann verwendet man halt Materialien, die etwas schwerer sind. Die Maschine wiegt hier alleine ohne Kabel 2,6 irgendwo. Ne? Ein Flex wiegt irgendwo bei 2,4, diese hier ist bei 2,1 und die Terminator, die liegt irgendwo bei 2,3, meine ich, aus dem Kopf. Ne? Also das ist so, das ist nicht viel Unterschied, so 100 oder 200 Gramm, ne? Aber wenn ihr ein paar Stunden damit arbeitet, dann merkt man das schon. Ne? So, kommen wir zu den Mega-Vorteilen einer Rotationspoliermaschine. Der Mega-Vorteil ist, die hat unglaublich viel Cut-Leistung. Ne? Cut heißt Abtragsleistung. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Haube polieren will oder ein Auto polieren, eine Oberfläche polieren will und ich möchte gern abnehmen, ja, also Klarlack abnehmen, möglichst schnell, dann kommt eine Rotationspoliermaschine zum Zug, weil das ist hier die schnellste Möglichkeit, um irgendwas abzurasieren. Ne? So, und der Nachteil ist, also zwei Sachen, der Nachteil ist, es können oder es entstehen, ja, ich weiß nicht, wie man das so besser formuliert, es entstehen Swirls bei bestimmten Kombinationen. Das heißt also, wenn ich jetzt noch nie damit gearbeitet habe, ich nehme mir so eine Rotationspoliermaschine, dann wird das Ergebnis sehr, sehr ernüchternd sein. Das heißt, die ganze Oberfläche wird höchstwahrscheinlich voll mit Swirls sein, ja, also nicht gleichmäßig poliert. Und das gibt da irgendwelche Reflexionen, die nicht erwünscht sind. Und das kann sehr frustrierend sein. Das ist ganz normal. Ja, man muss sich damit beschäftigen und man muss öfters polieren. Ich würde wirklich zum Schrottplatz fahren, eine Haube holen, die kostet 10, 20 Euro. Ne? Also irgendwie eine mit einer Delle oder so, dann verkaufen die euch für 10 Euro. Dann holt ihr so eine Haube oder zwei, ne? Und dann lasst ihr euch da erstmal aus an den Hauben. Ne? Also am besten nehmt euch schwarze Hauben, ne? Wo ihr da richtig die ganzen Swirls sehen könnt. Und dann poliert ihr einfach die Hauben und übt und übt und übt und übt. Und irgendwann seht ihr, aha, okay, ich habe die Haltung falsch und so weiter. Müsst ihr ein paar Videos angucken, wie das Ganze technisch funktioniert. Oder vielleicht einen Workshop buchen, ne, und dann sich das Ganze von einem Profi zeigen zu lassen und dann einfach üben. Und ja, man kann natürlich schnell den Lack durchpolieren. Man kann schnell in eine Ecke irgendwo kommen, wo man das Ganze abrasiert. Ne, und dann man kann zum Beispiel das Ganze überhitzen oder irgendwie falsch verkanten oder sonst irgendwas. Ja, das passiert auch, aber das gehört halt dazu. Man muss halt üben und dann wird das Ganze wirklich auch klappen. Wenn ihr gewerblicher seid, also wenn ihr ein Detailing-Studio habt oder eine Aufbereitung, ja, dann müsst ihr euch mit solchen Sachen natürlich befassen und euch natürlich da einarbeiten, weil diese Poliermaschinen haben extreme Vorteile, sind extrem flexibel, ne, und wenn ihr Cut braucht und schnellen Cut braucht, dann sind diese Maschinen wirklich das Richtige. Vor allem bei diesen neuen Lacken, bei neuen ultraharten Lacken, Keramiklacken, die neu auf dem Markt sind, auf neuen Fahrzeugen und so weiter. Manchmal kommt ihr mit einem Accenter gar nicht so weit, ne, beziehungsweise extrem langsam voran, ne, um dann Zeit zu sparen, ist eine Rotationspoliermaschine wirklich das A und O. So, bei den verschiedenen Modellen sind natürlich unterschiedliche
Getriebe verbaut, ne, und unterschiedliche Motoren drin verbaut und unterschiedliche Übersetzungen. Das heißt also, wenn ihr die Poliermaschinen anguckt, wenn ich jetzt die kleine von Flex nehme zum Beispiel und gucke mir dann die Motorleistung an oder beziehungsweise die Umdrehungen pro Minute, dann ist das Mindeste, was hier läuft, 1300 bis 3900 Umdrehungen pro Minute. Ne? Also das heißt also, wenn ihr hier die kleinste Stufe einstellt, Stufe 1, dann dreht die Maschine mit 1300 Umdrehungen. Ne? Also je kleiner der Teller, umso schneller könnt ihr drehen. Die normale Geschwindigkeit, wenn ich jetzt 125er Teller nehme auf einer großen Maschine, dann ist die Geschwindigkeit so bei manchen von 800 bis 1200, bis 1200, 1300 Umdrehungen. Das ist so um den Dreh, damit man poliert. Wenn man jetzt einen kleineren Teller nimmt, kann man so ein bisschen schneller gehen, 1000, 1500 Umdrehungen halt. Ne? Und die Maschine hat jetzt einen 75 mm Teller und hier ist entsprechend dann auch, ab 1300 geht es hier dann los. Ne? Es gibt aber auch Maschinen, die anders übersetzen. Diese Dino Kraftpaket ist jetzt zum Beispiel von 800 bis 2700 Umdrehungen. Also das Getriebe ist anders übersetzt, die dreht halt langsamer. Die Liquid Elements liegt bei 1000 Umdrehungen bis 3000 und die Dino Kraftpaket, die dicke, die geht sogar mit 400 los bis 3000 Umdrehungen. So, der Nachteil ist, also bei diesen Maschinen, die jetzt einfach runtergeregelt sind mit einem normalen Getriebe, dass das Ganze sich sehr, sehr schnell überhitzt. Ne? Man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt mit einem Auto von hier aus, von Lotte zum Beispiel, nach 50 Kilometer oder nach München fahre, ne, und habe dann nur den ersten Gang reingesteckt, ne, und dann zieht das Auto prima auf Berge und so weiter, ich habe keine Probleme, ne, aber ich fahre halt die ganze Zeit im ersten Gang, irgendwann überhitze ich das Ganze. Also der Nachteil bei den Maschinen, wenn ich immer in diesem unteren Drehzahl bin, ne, also wenn ich jetzt die hier immer mit Minimaldrehzahl betreibe, dauerhaft, ne, dann wird das Ganze wirklich sehr, sehr heiß und irgendwann gehen die halt in so ein Notprogramm, schalten ab, ne, wenn die jetzt da so einen Sensor verbaut haben, ne, für die Hitzeempfindlichkeit. So, das ist bei allen Maschinen so, außer hier bei dieser Flex, das ist die 14.2. Ne, es gibt bei Flex zwei Poliermaschinen aktuell, das ist die 14.2 und 14.3. Die 14.3 hat 1100 Umdrehungen bis 3.7 und die 14.2 hat die 600 bis 2100 Umdrehungen. Also die dreht langsamer mit einem höheren Drehmoment. Und vom Design her hat sie hier so einen Huckel und den hat sie nicht einfach so, sondern hier drin ist ein Planetengetriebe verbaut. Ne? Deswegen kostet die Maschine auch a little bit more. Ne? Müssen noch mal gucken. Und dieses Planetengetriebe ist hier drin verbaut. Das heißt, ich habe ein Hohlrad, innen drin ist ein Sonnenrad und dann umgeben mit den Planetenrädern. Das führt dazu, dass man halt im unteren Drehzahlbereich, ne, mit einem höheren Drehmoment länger polieren kann, ohne dass sich das Ganze hier mega überhitzt. Ne? So wie bei dieser Maschine. Das heißt also, diese Maschinen hier, wenn die wirklich im Dauereinsatz sind, wenn wirklich draußen heiß ist, nicht genug jetzt abgekühlt wird, dann können die Maschinen überhitzen. Diese hat hier zum Beispiel einen Sensor drin, wenn sie irgendwo bei, 130 Grad, ne, also 100 bis 130 Grad sich überhitzt, dann gibt es da einen Sensor und dann läuft die Maschine nicht mehr, sondern läuft nur noch im Notprogramm. Wenn das passiert, müsst ihr die Maschine auf den Boden legen, nicht ausmachen und hinlegen, weil die dann sich nicht abkühlen kann, sondern einfach hinlegen, fixieren, ne, das Ganze anmachen, hier das Ganze mit der Feststelltaste einstellen und die Maschine einfach drehen lassen. Ja, die muss sich drehen und da muss jetzt Luft durch, damit die sich abkühlt. Irgendwann ist die abgekühlt, dann läuft die wieder ganz normal. Ne, das ist also nicht erschreckend. Ne, wenn ihr zu lange damit mit den Poliermaschinen überhitzen, ist alles kein Problem. Einfach abkühlen lassen und dann wieder weiterarbeiten. Wenn ihr eine sagt, ich möchte gerne eine volle Kanone, die Maschine holen, die, ja, ich sag mal so, kann man das sagen? Das kann man sagen. Das ist wahrscheinlich ist das die Flex, also 14.2, wahrscheinlich die beste Rotationspoliermaschine momentan auf dem Markt. Das kann ich wirklich so sagen, ja, definitiv. Ne? Also wenn ihr wirklich sagt, ey, gib mir mal die Bombe, ne, von den Rotationspoliermaschinen, kann ich euch diese hier empfehlen. Das ist die 14.2 von der Flex. Kostet ein bisschen mehr, ist klar, weil das Ganze halt komplizierter ist mit dem ganzen Planetengetriebe und so weiter. Aber wenn ihr das Ganze gewerblich kauft, dann geht die Umsatzsteuer runter. Ne, was kostet die gerade? Warte mal. Dann haben wir 30% abgeschrieben, das heißt, die liegt aktuell, also bei uns, das schwankt so ein bisschen, je nachdem, wie viele Mengen man da einkauft oder wie viele Mengen da geliefert werden können, wenn die bei brutto 430 liegt. Ne? Wenn ihr das als Gewerbe kauft und seid vorsteuerabzugsberechtigt, das heißt, ihr bekommt ja die Umsatzsteuer, also die Vorsteuer erstattet, ne? Dann seid ihr bei 360 Euro und ihr könnt die Maschine natürlich als Betriebsausgabe absetzen,
Ja, da kriegt ihr nochmal, wenn ihr juristische Person seid, 30% roundabout, dann sind wir bei 250 Euro netto. Ne? Abgeschrieben wird sie, meine ich, muss ich mal nachgucken, über 5 Jahre, dann ist das Ding abgeschrieben. Ja, das heißt also 50 Euro im Jahr. Ne? Also wer sich das jetzt als Gewerbetreibender nicht leisten kann, für 50 Euro im Jahr in einer Rotationspoliermaschine, dann weiß ich auch nicht. Ne? Dann müsst ihr mal gucken, was man da machen kann. Ne? So, nochmal zu der Flexibilität der Maschine. Ich habe ja schon gesagt, man kann verschiedene Polierteller nehmen, man kann aber auch problemlos das Ganze verlängern. Ja, das macht wirklich die Maschine extrem attraktiv. Wir haben hier so eine APS-Verlängerung, 80 mm, Aluminium, ne? Alles eine super Verarbeitung. Und ihr könnt zum Beispiel einen 50 mm Teller oder einen 30er, nehmen wir mal 30er. Ne? Könnt ihr zum Beispiel einen 30 mm Teller dran schrauben, zack. Ja, und dann habt ihr das Ganze auf 80 mm verlängert und ihr könnt dann zum Beispiel im Motorraum oder irgendwo im Kofferraum, sonst irgendwo Türeinstiege, A-Säule, B-Säule und so weiter, wirklich tiefer rein, ne, und unten problemlos polieren, weil die Maschine hat natürlich kein Hub, das heißt, die hat keinen Ausschlag. Ja, das heißt, wenn ihr in Engräumen poliert, dann müsst ihr nicht befürchten, dass ihr dann irgendwo dagegen kommt, ne, weil die Maschine halt 15 mm Ausschlag hat. Das ist schon extrem. Bei 30 mm ist das natürlich schon extrem, ne? Also 15 mm, dann habt ihr 45 mm hin und her, ne? Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht an die Kante kommt. Mit diesen hier, mit den Rotationspoliermaschinen, kann man wirklich an die Kante ranfahren, die dreht einfach und dann ist alles ruhig, ne? So. Des Weiteren hat die Maschine natürlich auch weniger Vibration, die dreht einfach nur im Kreis und hat keine Hubbewegung, das geht weniger auf die Gelenke und so weiter, ist wirklich schonender. Der Nachteil ist natürlich, weil die halt im Kreis dreht und nicht stehen bleibt, die zieht natürlich immer mit, also wenn ihr verkantet oder so, ne, dann müsst ihr müsst schon ein bisschen gucken, dass die Maschine nicht verzieht, ne? Also man muss das schon gut festhalten, aber halt sehr, sehr flexibel. Man kann des Weiteren, anstatt diese 80 mm Verlängerung dran zu schrauben, auch einen Adapter dran schrauben. Das ist ein M14 Adapter. Von der einen Seite, von der anderen Seite ist eine Spannzange dran. Ne? Und wenn man das jetzt dran schraubt, so, dann kann man hier alles Mögliche einspannen, ja? Was hier einen Durchmesser von 3 mm hat. Wie zum Beispiel die Welle von einem X-Polisher Set. Ne? Man kann das, also die Welle hier einspannen. So. Ne? Und dann habe ich aus einer Rotationspoliermaschine eine Mini-Poliermaschine gebaut, in 2 Sekunden. Ne? So, in diese Mini-Poliermaschine kann ich einspannen, alles was ich möchte, wie zum Beispiel ein 15 mm, das ist ein APS 15 mm Polierteller. Und dann habe ich einen Stiftpolierer quasi, ne? Also eine flexible Welle, 1 Meter, Stift, was ich in der Hand halten kann, 15 mm Teller und dafür haben wir natürlich extra auch 20 mm Polierpads. Und dann könnt ihr natürlich mit extrem kleinen, schmalen Bereichen polieren. Ne? Also zum Beispiel so diese Hochglanzoberflächen im Innenraum, Tachoscheiben, sogar Schlüssel werden damit aufpoliert. Ne? Diese Hochglanzschlüssel werden damit gemacht und so weiter. Es gibt also wirklich unzählige Möglichkeiten mit dem Ganzen. Und dann hat man quasi wiederum 2 Maschinen. Ja? Also einmal eine Rotationspoliermaschine und dann einmal so eine Mini-Poliermaschine in einem. Wird auch sehr oft eingesetzt, auch zum Beispiel zwischen den bei den Schriftzügen und so weiter, bei den Logos, bei den Emblemen, ne, kann man das Ganze schön innen drin polieren. Wirklich super geil. Vor allem ist das ja eine Rotationspoliermaschine und die hat natürlich Power ohne Ende. Und das Ganze dreht auch mit Power. Ne. Ihr könnt das wirklich richtig schnell laufen lassen und das Ganze bleibt nicht stehen und so weiter. Das ist wirklich saugeile Sache. Ne, es gibt nämlich, wir haben nämlich hier so ein X-Polisher Set, falls ihr das nicht kennt, da ist die Welle drin und dann könnt ihr den Adapter wählen. Und dann könnt ihr einfach die M14 Adapter auswählen für die Rotationspoliermaschine und dann passt das Ganze auf jede Poliermaschine mit einem M14, ne, Adapter. So, man kann das natürlich auch mit einem 30er machen. Wir haben extra nochmal 25 mm. Da könnt ihr auch die 30 mm Pads damit benutzen. Wirklich schöne, geile Sache. So, weiterer Vorteil, ihr könnt beliebige Arten von Pads verwenden. Ne? Also ganz, ganz unterschiedliche Pads. Hier zum Beispiel Sonax Pads mit Loch. Hier zum Beispiel Pads von Flex ohne Loch, ne? Sandwich-Pads, das ist hier zum Beispiel ein Surfaces-Pad. Ihr könnt Kochimi-Pads verwenden, ihr könnt lange Fell-Pads verwenden. Ja, was auf der Excenta nicht funktioniert, funktioniert auf einer Rotationspoliermaschine wunderbar. Guckt euch mal diese dicken Felle an, ne? Das ist ein APS-Fell-Pad. Ne? Und diese Pads haben den höchsten Abtrag, ne? Also
Mit den Fellpads könnt ihr wirklich einen super, super Abdruck generieren. Ihr könnt natürlich auch hier ja, Honeycomb nutzen oder auch die ganz normalen Vertex oder auch hier Mikrofaserpads. Also die Auswahl von Pads ist wirklich riesig, weil egal was für ein Pad ihr nehmt, ihr könnt das an der Rotationspoliermaschine benutzen, weil die nicht so beansprucht werden wie bei so einer Accenta und die müssen nicht ein Loch haben in der Mitte zur Kühlung oder sonst irgendwas. Also wirklich, da ist ein Vorteil bei der Auswahl der Pads, wirklich enormer Vorteil. Plus ihr könnt die verschiedenen Größen halt durch die verschiedenen Teller könnt ihr runtergehen auf 30 mm, auch mit der Mini-Poliermaschine auf 20 mm. Das ist eine riesen Auswahl von Pads. Ihr müsst natürlich, wenn ihr mit der Accenta poliert habt, ne, oder grundsätzlich erstmal angefangen habt mit der Accenta polieren, habt noch mit der Rotation noch nicht poliert, dann empfehle ich euch immer, für die Anwendung, ja, oder an Fahrzeugen, wo ihr gewohnt seid, mit einem bestimmten Pad zu polieren, eine Stufe runterzugehen. Ja, das heißt also, weil die Abtragsleistung so krass mehr ist bei einer Rotationspoliermaschine, dann würde ich sagen, okay, wenn ihr jetzt, sage ich mal, Vertex jetzt zum Beispiel mit einem blauen Vertex poliert, ne, und ihr sagt, okay, das ist jetzt ein harter Lack und bei der Accenta-Poliermaschine nehme ich Vertex blau, dann würde ich euch empfehlen, nehmt Vertex lila. Ne? Wenn ihr lila poliert, dann nehmt Vertex gelb, ne, und so weiter. Halt immer eine Stufe weicher. Ne? Und dann könnt ihr damit anfangen und gucken, wie das Ganze halt funktioniert. Ja, als Fazit, ne, ich empfehle euch, wenn ihr das noch nie gemacht habt, ich empfehle euch wirklich, mit einer Rotationspoliermaschine zu polieren, zu testen, über längeren Zeitraum. Wenn ihr die nicht habt, vielleicht hat ein Kumpel eine Rotationspoliermaschine, ausleihen und damit mal ein bisschen zu polieren, weil die haben wirklich enorme Vorteile, also Riesenauswahl von Zubehör, Riesenauswahl von verschiedenen Möglichkeiten, Konstellationen, Optionen, ne? Und ihr habt wirklich eine super Zeitersparnis beim Abtrag, ihr habt beim Finish, brillanteren Finish, wenn man, also vorausgesetzt, man kann damit richtig polieren, man kann damit richtig finishen, dann hat man so eine Brillanz im Finish, die man mit einer Accenta-Poliermaschine schwer hinbekommt, ne? Also je nach Lack und so weiter. Bei neueren Lacken, bei diesen super harten Lacken, ich kriege immer wieder Anrufe, hast du noch mehr Cut in der Politur, ich brauche noch mehr Cut bei der Politur, ich brauche irgendwas mit Abtragsleistung, mehr Abtragsleistung, ich komme nicht weiter und so weiter. Ist immer dasselbe Problem, ne? Und dann habe ich schon tausendmal gesagt, probier das mal mit einer Rotationspoliermaschine, nach 2 Tagen kommt, boah, geil, danke für den Tipp. Ne? Also ich empfehle euch wirklich, wenn ihr Gewerbetreibender seid, auf jeden Fall, weil natürlich Zeitersparnis. Ihr müsst kalkulieren, ob ihr jetzt 8 Stunden sitzt oder 4 Stunden sitzt an einem Fahrzeug, das ist ein Riesenunterschied, das Ganze auf ein Jahr gerechnet, macht das Ganze wirklich sehr, sehr viel aus, ne? Und als Gewerbetreibender muss man halt im Thema sein, ja? Das heißt, also, ihr könnt nicht einfach mit einer Accenta polieren und die ganzen anderen Sachen nicht testen, das geht nicht, das ist euer Job, ne? Ihr seid da drin, ihr müsst euch mit Sachen auskennen und da empfehle ich euch auf jeden Fall. Bei den Einsteigern empfehle ich das Ganze auch, natürlich, die Maschinen kosten jetzt nicht die Welt, die Einsteigergeräte, ne? Und wenn ihr die Maschine kauft, übt und dann kommt man sicherlich zu sehr, sehr guten Ergebnissen. Ihr müsst unbedingt noch die anderen Videos angucken. Das hier einmal das Video über die Übersicht der Poliermaschinen, das hier über die Accenta-Poliermaschinen und hier ist ein Video über die Zwangsaccenta und demnächst kommt noch ein Video über die Mini-Poliermaschinen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis demnächst.